zurück bei Standort Berlin Kultur und ich spreche mit Jürgen Neffe. Er hat gerade ein Buch geschrieben, ein dickes Buch über Karl Marx, denn der feiert heute Geburtstag. 200 Jahre ist es her, da wurde er geboren in Trier. Und da steht jetzt, glaube ich, wird jetzt gerade aufgestellt oder ist aufgestellt worden, eine meterhohe Skulptur von Karl Marx von den Chinesen geschenkt. Von der chinesischen Partei, nicht? Vom chinesischen Staat und am Geburtstag wird sie enthüllt. Also heute. Genau, feierlich enthüllt, in diesem Moment wahrscheinlich. Mhm. Und da gibt es ja sehr viel Streit auch um diese Skulptur. Ich bin eher auf der Seite derer. Ist 5 Meter, nicht? Oder so? 5,50 Meter. Ja. Ja, das ist ja auch nur ein Kuriosum. Die Stadtverwaltung, die Stadt hat das angenommen, bevor sie wussten, wie es aussah. Und dann kriegten sie erstmal eine Skizze und da war 6,70 Meter. Und das hätte die Altstadt von Trier beragt. Das hätte, der Marx hätte über die Häuser geschaut. Dann ist der Bürgermeister eigens nach Trier geflogen. Der Bürgermeister von Trier eigens nach Peking geflogen und hat den Künstler noch auf 5,50 Meter wegen 5.5. runterhandeln können. Ja, und das ist 5.5. 5. Mai, Geburtstag, haben die Chinesen dann eingesehen. Genau, da sind ja so Zahlenmenschen, ja. Aber es ist trotzdem noch ein ziemliches Monstrum. Und ich glaube, die Stadt Trier, wenn sie ihrem großen Sohn da ein Denkmal hinstellen will oder wollte, dann soll sie eine Ausschreibung machen und das bestellen und bezahlen. Und nicht gerade von diesem Staat, der natürlich auch im Namen von Marx seine Bürger unterdrückt und überwacht, als Geschenk annehmen. Das hat ein Geschmäckle, wie man da unten sagt. Ja, ja. Aber nun steht die Statue da und dann kann man sagen, das Bild hat sich ja gewandelt. Wir haben schon gesagt, Sie haben eine Veranstaltung diese Woche moderiert im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident selbst hatte eingeladen, um Marx zu würdigen. Wer hätte das gedacht in dieser Republik? Ich bin mir nicht sicher, ob sein Vorgänger das gemacht hätte. Ja, deswegen sage ich, wer hätte das gedacht. Ist denn Marx noch zeitgemäß? Ich meine, nach der Wende steht unter Linden die Marx und Engels und dann hat jemand draufgeschrieben, wir können nichts dafür. Ja, ist das so? Kann man das so sagen? Wir können nichts dafür? Ja, das muss man immer relativieren. Also erstmal vielleicht sollte man wissen, dass Marx selbst gesagt hat, alles, was ich weiß, ich bin kein Marxist. Das, was wir als Marxismus kennen, müsste eigentlich Engelsianismus heißen. Also hat auch Engels nach Marx Tod weiterentwickelt und ich glaube auch nicht unbedingt im Marx-Sinne. Aber was, Engels, der schärfere Denker als Marx? Nein. Engels war vielleicht mehr auf dieser Parteilinie. Der schärfere Denker war eindeutig Marx und Engels sagt nach Marx Tod auch, er hat tiefer geschaut und weiter geblickt als wir alle. Er war das Genie, wir nur die Talente. Also das sagt schon ganz klar, wie er sich selbst einschätzt. Aber was dort auf dem Marx-Engels-Forum steht, ist ja nicht Marx-Engels-Sianismus, sondern Marxismus-Leninismus. Das dürfen wir nie vergessen. In der DDR bis heute in China, die Lehre, die dann als Marxismus verkauft wurde, ist ja aus von Lenin gestartet worden und dann eben aus der Sowjetunion um die Welt verbreitet. Für diese Veränderung, dafür konnten wir nichts. So ist das zu verstehen, dafür konnten wir nichts. Da können wir nichts dafür, was ihr daraus gemacht habt. Ja. Marx war ein Philosoph der Freiheit. Der hätte nie geduldet, dass jetzt so ein gängelnder, überwachender und auch mörderischer Staat in seinem Namen da existiert. Er wollte das demokratisch schaffen. Sie haben gesagt, es war ein Philosoph der Freiheit. Ja. Immer. Wie konnte das denn so pervertiert werden, das, was er gedacht hat? Das fragen sich viele und ich bin auch ganz froh, dass jetzt so viel Zeit seit dem Mauerfall vergangen ist, dass wir darüber frei wieder reden können. Man kann das an ganz vielen Textstellen nachweisen, dass ihm die Freiheit wichtiger war. Jeder kennt ja vielleicht die Aussage, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. In der DDR hat man einfach das Gegenteil daraus gemacht und gesagt, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, den Zungenschlag, den das hatte. Erstmal muss das Kollektiv frei werden. Was heißt das? Der Einzelne muss so lange warten. Und das haben die ja erlebt, auch über 40 Jahre. Wenn Sie sich so intensiv mit Marx beschäftigt haben, gab es irgendwo mal ein Part, wo Sie gesagt haben, das habe ich ja so noch nie verstanden oder das habe ich so noch nie gewusst bei Marx. Ja, vor allen Dingen seine Gedanken zur dem, was wir heute vielleicht Industrie 4.0 nennen würden. Marx hat sich sehr früh Gedanken gemacht, hat gedacht, wenn das immer so weitergeht und immer mehr Dinge im Kapitalismus als Massenwaren für Massenmärkte produziert werden können, dann hat er einmal gesagt, was ich sehr erstaunlich fand, dann muss es irgendwann mal einen Weltkrieg geben mit riesigen Materialschlachten, weil der Nachschub ja endlos, es kommt aus Fabriken,
haben wir gesehen im Ersten Weltkrieg. Verdun hat Marx praktisch vorhergesagt. Aber eben auch die Frage gestellt, was wäre denn, wenn alle Waren und alle Dienstleistungen komplett automatisch produziert werden könnten. Genau auf das streben wir heute zu. Und für mich ist auch wichtig, wie Marx, ist seine Antwort? Er hat gesagt, er hat Fragen gestellt. Und das ist auch ganz wichtig. Wir müssen Marx auch als jemanden, als Wissenschaftler verstehen, der die richtigen Fragen gestellt hat. Er hat dann zum Beispiel gefragt, wo kommt denn die Kaufkraft her, wenn wir alle zu Hause sitzen? Das haben wir inzwischen sogar... bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, sehen Sie? Das wäre die logische Schlussfolgerung. Und wenn jetzt die Bosse im Silicon Valley oder der Siemens-Chef auch schon bedingungsloses Grundeinkommen fordern, ich meine, das ist ja nicht ihr wirklich ihr Leib- und Magenthema, dann wissen Sie, wohin der Zug fährt. Woher sollen denn Leute das Geld haben, um die Waren zu kaufen, die dann vollautomatisch produziert werden? Das kann jeder eins und eins zusammenzählen. Und Marx hat diese Schiene mal eröffnet und gefragt, was machen wir denn dann? Und hat dann eben auch ganz klug gesagt, in dem Ganzen steckt ja Wissen, das andere Leute schon produziert haben. Und was sehen wir heute? Aus unseren Daten, aus dem, was wir mit unseren kleinen Schichten machen, Wissen, Daten, werden verarbeitet und uns zurückgespielt sozusagen. Und da steckt schon Arbeit drin. Mit jedem Handy-Berührung liefern, mit jeder Interaktion liefern wir Informationen. Und das hat er schon, natürlich, er kannte keine Handys und kein Internet, aber dass dann trotzdem noch ein Wert da ist, der nur ganz anders zu verstehen ist, das hat er schon gewusst. Und welche Antwort hat er gefunden, wenn er eine gefunden hat? Darauf kann er keine Antwort finden. Er hat aber eine, sagen wir mal, eine philosophische Antwort gegeben, hat gesagt, im Grunde genommen haben das viele Generationen vorher alles dahingestellt. Im Grunde genommen, wenn wir die Erbschaftsfrage da an der Stelle nochmal anders stellen, müsste das alles uns gehören, weil wir haben das ja geschaffen. Und da ist viel Wahres dran. Das Internet wurde von der öffentlichen Hand geschaffen, in Amerika ursprünglich vom Militär. Ja, aber das ist öffentliches Geld. Und da haben sich dann andere draufgesetzt und da ihr Geschäftsmodell draufgegeben. Aber im Grunde genommen... Die ist jetzt aber zurückgeben müssen, die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, Besteuerung von Apple und Google. Ja. Das heißt, Ursprungsgedanke von Marx. Ganz, ganz früh gedacht, 1857, auch in einem Manuskript, was nicht zu seinen Lebzeiten publiziert wurde. Aber er hat ja auch geglaubt, dass eines Tages, er nennt nie einen Zeitpunkt, eines Tages dieser Kapitalismus kollabieren muss, auch aus anderen Gründen, wegen dieser, was wir jetzt Schuldenkrisen nennen. Ja. Wir haben ja, und Marx spricht ja von der Bankokratie, dass die Staaten, die Regierungen immer mehr gesteuert werden vom Geld. Marx spricht übrigens als Erster auch vom arbeitenden Geld, was ich so interessant fand. Und wir erleben jetzt den Moment oder schon länger, dass das arbeitende Geld schlechter dasteht als arbeitende Menschen. Und das kann nach Marx auf Dauer nicht gut gehen, weil eben dadurch, jeder kennt es, die Schere auseinandergeht und immer weniger Menschen und Unternehmen immer mehr Macht haben und über unsere Zukunft bestimmen. Da ergibt sich doch die Frage, wenn man so guckt, am Anfang Marx und Lassalle, Sozialdemokraten kamen zusammen mit dem Denker Karl Marx. Was gibt denn Karl Marx heute der SPD, die neu über sich selber diskutiert, die eine versucht, eine neue Rolle zu finden, ein neues Programm zu finden? Soll sie nur nach links gehen, sprich sich wieder Marx annähern, oder soll sie, ich weiß nicht wohin gehen, nach rechts? Was gibt Marx heute der SPD? Also ich würde sagen, erstmal soll sie den Frieden mit Marx schließen, denn die hat sich 1959 in Godesberg eigentlich vom Marxismus... Na, eigentlich schon unter Bernstein, auch schon früher. Ja. Ne, Revisionisten. Aber das war noch, sagen wir, im Namen von Marx. Den hat sie sich 1959 von Marx und dem Marxismus losgesagt. Ich finde, sie sollte ihren Frieden mit Marx wieder schließen, mit dem Mann, mit dem Denker. So wie das ja der Bundespräsident offenbar auch irgendwie hingekriegt hat. Der auch ein Sozialdemokrat ist. Der ist eine ruhende, aber nicht tote Mitgliedschaft in der SPD. Und Marx hat ja den bemerkenswerten Satz gesagt in seiner Kritik am ersten Programm der SPD, Kritik am Gotha-Programm, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Und was ist denn das anderes als Leistungsgesellschaft im Sozialstaat? Und ich finde, wenn die würde ich sagen, Agenda 2010. Ja, aber wenn die SPD jetzt ein neues Programm schreibt, dann sollte sie überlegen, ob sie nicht das als Überschrift nimmt, um ganz klar zu machen, wir sehen beide Seiten. Wir sehen, Marx hat nämlich genau gegen Gleichmachung gesprochen, hat gesagt, die Menschen sind ungleich, einer kann mehr leisten, einer kann weniger leisten, der eine wird auch mehr verdienen. Also
gegen das sogenannte eherne Lohngesetz, das eben allen das Gleiche geben wollte, bis in der DDR fast war. Marx hat gesagt, nein, der eine kann mehr leisten, der andere kann weniger leisten. Dafür muss es... Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Ja, und so sollte das neue Programm der SPD wieder überschrieben werden. Ich finde, das sollten Sie einfach mal mutig überschreiben und den Bart abmachen, ganz genau. Ja, und Marx wieder modern machen, zu einer modernen Figur. Nein, sich dazu passt das denn überhaupt, Herr Neffe? Nein, natürlich, Sie müssen sich schon darauf besinnen, dass es die SPD ohne Marx so gar nicht gäbe. Sie sollen jetzt keine Marxisten werden, aber Sie sollten sehen, dass da sehr viel Kluges in seinen Schriften steht, auch sehr vieles, was man heute nicht mehr so sehen würde. Aber einfach zu sagen, wir öffnen uns in jede Richtung. Wir müssen jetzt keinen Linksruck machen, wir müssen die DDR nicht wieder ausrufen, aber einfach zu sagen, wir haben ein entspanntes Verhältnis. Übrigens, entspanntes Verhältnis wäre mein wichtigster Appell an die SPD. Willy Brandt hat mal gesagt, Marx als großer Denker, was immer man aus ihm gemacht hat, die Befreiung und die Freiheit des Menschen, das war für ihn das Erste. Und das ist doch eine tolle Brücke. Der Willy Brandt wird in der SPD heute noch verehrt, geht doch über die Brücke. Und also machen wir Marx wieder lebendig, ist das falsche Wort, aber machen wir ihn modern und vielleicht mit oder ohne Bart. Ohne Bart würde man ihn nicht mehr erkennen. Also, ja, und ich fand das toll, 200 Jahre wäre kein Marx heute geworden. Er ist in Trier geboren, da wird jetzt gerade in diesen Minuten eine große 5,5 Meter, weil 5. Mai 55 gestiftet, geschenkt vom chinesischen Staat, aufgerichtet und es wird gefeiert. Und Sie waren diese Woche im Schloss Bellevue, ich habe schon gesagt, beim Bundespräsidenten, und Sie haben diese Veranstaltung moderiert, also Karl Marx wird wieder modern und vielleicht sollte die SPD, das war ihr Schlusswort, sich daran erinnern, dass Karl Marx auch viele andere kluge Sachen gesagt hat, die heute wieder sehr modern sind. Vielen Dank, dass Sie da waren, Jürgen Neffe. Er hat dieses Buch geschrieben, ja, ganz einfach, Marx, der Unvollendete. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und denken Sie dran, auch nochmal vielleicht Ihre alten Folianten von Karl Marx herauszuholen und lesen Sie es nochmal neu, zusammen mit dieser neuen Biografie. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.